Der vorletzte Part, Kaizo Mario Galaxy 2, starten wir rein. In der Trümmer-Tornado-Galaxie gibt es einen Kometen für uns und das ist Beeilung mit der Toxbox um die Wette. So, die Frage ist jetzt, was heißt das? Ist das jetzt einfach nur ein Tempokomet? Weil im Endeffekt ist das ja jetzt die komplett gleiche Stage wie auch beim letzten Mal schon. Und da hat es auch ganz okay geklappt eigentlich. Ach so, verstehe, 20 Sekunden, alles klar, Bro. Okay, 20 Sekunden habe ich jetzt nicht erwartet. Ui, okay, wie das hinhauen soll, weiß ich jetzt noch nicht ganz. Das ist very interesting, aber warte mal, doch, das könnte so klappen, das könnte so klappen. Jetzt pass mal auf. Jetzt passe mal auf hier. Ah, das funktioniert leider nicht. Wie viel Weg braucht denn das, wenn man hier rüberläuft? Ja, viel zu viel. Hä? Ja, no chance, hä? Ich versuche das jetzt nochmal hier. Ich habe hier das beste Gefühl, muss ich sagen. Kann man hier irgendwie... Ah, das könnte klappen. Ich bin mir nicht sicher, Mann. Doch, das könnte... Doch, 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 doch. Oh, oh mein Gott. Oh mein Gott. No, oh, ich muss irgendwie vor diese Toxbox kommen. Das ist, glaube ich, echt wichtig. Ansonsten geht sich das zeitlich nicht aus. Nein! Oh Mann, ernsthaft, du blöde Toxbox, ey. No! Oh mein Gott, was war das denn? Okay. Okay. Na, das wäre ja jetzt auch zu schön gewesen, ne? Ui! Oha, lol. Oha, lol. Ich bin so scheiße. Oh, oh, komm schon, Mario. Ja! Leck mich am Arsch. Gib mir diesen Scheißstern. Ich habe eine halbe Stunde für den Dreck gebraucht. Für eine 20-Sekunden-Challenge. So, die Galaxie ist komplett. Jetzt kommt noch etwas Schlimmeres. Die Hochklapp-Galaxie. Also, erst denken, dann schütteln. Das ist, glaube ich, meistens eine relativ gute Devise in dieser Galaxie. Ach du, what the fuck. Wer hat denn dir ins Hirn geschissen? Ach lol, wir müssen hier jetzt nicht mehr die ganze Zeit rennen. So, kann man sich hier irgendwie so... Ja, okay, okay, weiß schon wie. So, hier so. Ja, genau so. Oh mein Gott. Ich habe jetzt gerade nochmal geschaut. Und zwar ist es so, dass man hier am besten einen Rückwärtssalto macht. So ungefähr. Genau. Okay, 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 okay. Verstehe. Und das müssen wir jetzt wie oft machen? Scheiße, Mann, was? Ja, leck mich fett. Ja, okay, wow, nice, okay. Wir sind jetzt schon immerhin auf der dritten Plattform. Okay, da müssen wir definitiv von Rot ausspringen. So, Boots. Ist das hoch genug gewesen? Ja, nee, nicht ganz. Oh, oh, zum Glück. Okay, alles klar. Boots. Aha, nice, ja, okay. Dann versuchen wir es weiter. Es ist eigentlich teilweise einfach eine etwas langwierige Challenge, aber es ist okay. Huh, okay, let's go. Schauen wir mal, wo wir hier hochkommen. Das war nicht so gut. Kann ich eigentlich in First... Ah, ich kann in First Person gehen. Okay, super. Ah, okay, ich sehe schon, wo ich hin muss. Ich muss definitiv eher so in diese Richtung hier. So. Genau. Genau, super die duper. Wo jetzt hin? Haben wir da oben? Ah ja, okay, 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 okay. Oh, leck mich fett, Mann. Okay, ich würde sagen, auf dieser festen Plattform kann man erstmal einen chilligen Safe State setzen, oder? Wie weit geht denn die Scheiße? Naja, dann wird uns das jetzt wohl noch eine Weile lang begleiten hier. Aber man bekommt so ein bisschen ins Gefühl irgendwann. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man halt sofort instant stirbt. Es ist okay, sagen wir es mal so. So, zack, einmal hier hoch. Ja, perfekt. Ja, 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 doch. Wenn man hier einfach immer ein bisschen hoch schaut, dann klappt das schon ganz gut. So, komm, jetzt auch. Nice, jawohl, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann würde ich sagen, in diese Richtung ist richtig. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ja, das sah nicht schlecht aus. Mama mia. Oh, 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 oh. Okay, da sind wir down. Lol, das war ein Monster Boost. Okay, das nicht. Egal.
Also, ich bin jetzt wieder ungefähr hier. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es hinbekommen. Okay, das heißt, wir müssen uns hier von der roten Plattform boosten. So schon mal nicht. Das war auf jeden Fall die falsche Richtung. Ja, genau so. Okay, optimal. Pass auf. Wo genau müssen wir jetzt hin? Ah, da oben ist schon die nächste Plattform. Verstehe. Alles klar. Ich würde sagen, es ist richtig, wenn wir hier so hoch gehen. Jawohl. Sehr schön. Dann würde ich sagen, setzen wir auf dieser Plattform hier. Ah, den nächsten Safe-Set. Nee, müssen wir nicht. Wir haben hier eine Halbzeitflagge. Okay. Oh mein Gott, was? Ach du Scheiße, Bruder, muss das sein? Die Kometenmünze, wo ist denn die? Ist die da oben irgendwo? Ich bin mir echt nicht sicher. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor diesen blöden Kettenhunden. Aber wir kriegen das hin, glaube ich. Ja, genau. Wir kriegen das hin, ne? Okay, diese blöden Kettenhunde sind... Och du Scheiße! Was war das denn gerade? Okay. Boots. Nicer, dicer. Okay, warte, wir gehen nochmal zurück. Oh, falsch. Ach du Scheiße. Okay, da kommen direkt die Kettenhunde runter. Das heißt, wenn wir hier vorbei sind, könnten wir safe sein. Ja, okay, okay. Oh, yes. Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, nochmal einen Safe State. Okay, ich habe hier gerade schon wieder so blöde Hunde runterkommen sehen. Shit. Okay, egal. Wir kriegen das hin, Leute. Wir kriegen das alles hin. Okay, ab nach oben mit uns. Ui, fast. Hui, oh mein Gott, du blöder Hund. Hua, Mamma mia. Okay, also hier mit den Hunden, da geht's ja richtig crazy ab. Holy shit. Das war gerade ein Monster-Boost. Und putz. Okay, es heißt jetzt hier aufpassen, genau deshalb. Holy shit. Ihr blöden Hunde fuckt mich so ab, ohne Scheiß. Okay. Oh, nein, 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 stopp, 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 stopp. Du blöder Hund. Ach, du Kacke. Okay, das war gerade äußerst kritisch. Okay, pass auf. Wir müssen nämlich hier entlang. Uiuiuiuiuiuiui. Und hier kommen überall Hunde runter. Diese blöden Hunde. Holy shit. Hui. Jungs und Mädels. Warte. Nein. Oh Gott. Ey, ihr Viecher, ne? Ihr seid ja der Hammer. Alles Klärchen. Okay, 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 okay. Pass auf, pass auf, pass auf. Wir müssen hier einfach mal so, genau. Ja, Alter, ich darf nicht mehr getroffen werden, ne? Holy shit. Ist heftig, diese Challenge hier, aber macht auch wirklich Spaß, muss ich sagen. Also, das ist auf jeden Fall wieder eine Challenge, die kann man sich gönnen. Fuck! Bam, ja, oh, da, ja, nein, nein! Ich glaube, hier ungefähr waren wir, da unten war die fette Plattform. Ich habe jetzt wieder ein bisschen gebraucht, um hier hinzukommen, weil alles immer fehlerfrei hinzubekommen, ohne dass einen die Hunde hier wegfetzen, ist nicht so leicht. Ha, du blödes Ding! Oh mein Gott, okay, endlich über diese eine Stelle hier drüber, wo der Doppelhundespawner war. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich habe mir hier ein Safe State gemacht, weil ansonsten sitze ich hier ewig dran und da habe ich halt absolut keinen Bock zu. Also hier genau bei diesem Doppelhunde-Ding, da habe ich mir einen Safe State gemacht. Ansonsten wird das hier absolut keinen Spaß mehr machen. Ich meine, es ist noch immer eine nice Challenge und ich sehe hier etwas sehr Tolles. Pass mal auf, wie kann ich das denn am besten machen? Ach Mensch, das ging ja super. Ja, also es ist eine super nice Challenge, aber meiner Meinung nach etwas langwierig. Etwas sehr langwierig. So, da oben müsste aber langsam das... Ja, genau, letzter Abschnitt. Wir müssen hier jetzt ein bisschen schräger anscheinend an den Start gehen. Ja, ich verstehe schon. Wir müssen hier jetzt ein bisschen schräger dran gehen, aber das macht auch gar nichts. So, hier müssen wir wieder so rückwärts hoch. Das klappt ganz gut. So, hier auf die blaue Seite rüberspringen. Genau, so klappt das ganz gut. Dann glaube ich hier auf die rote Seite. Ich habe jetzt nicht nochmal geschaut, aber ich glaube, ja, okay, das wird wieder so eine schiefe Partie hier. Ich höre da oben schon den Stern. Das stimmt mich fröhlich. Meine Frage ist halt nur... Musste das jetzt sein? Sehr schön. Okay. Das sind jetzt, glaube ich, noch zwei Sprünge oder so. So, das wird, glaube ich, wieder ein Basic-Sprung. Ja, okay. So viel zum Thema Basic-Sprung. Da müssen wir schon gut Gas geben. Holy shit, what the fuck?
Hat das so geklappt? Das hat so geklappt. Holy shit, wir haben den Stern. Oh mein Gott, ich habe so lange schon wieder hierfür gebraucht. Ach du Scheiße. Aber was ist denn der Komet dann? So, da kommt jetzt der Komet in der süße Erinnerung-Galaxie. Was wird das denn? Okay, come on. Der vorletzte Stern. Ich hoffe, er wird nicht allzu schwer. Yoshis unsichtbare lila Turbomünzen. Was zum Teufel? Also Yoshi ist auf jeden Fall da. Das ist nett. Eine Minute. Und ich habe euch natürlich die Facecam kurz verschoben. Yo, okay, pass auf. Yoshi, Alter. Wieso sind wir mit dir so schnell? Das finde ich nicht geil. Alter, Yoshi, ist das dein Ernst? Bruder, wir hatten dir was zu rauchen gegeben. Alter, der Typ ist ja viel zu schnell. Okay, alles klar. Ich versuch's einfach mal mit dem Dude. Also, das ist ja... What the fuck, Yoshi? Was hast du geraucht? Alter, haben die dir einen kompletten Turbopilz spendiert? Oder was ist los bei dir? Holy shit, Alter. Okay, aber das könnte machbar sein. Ich sag's mal so. Also, ich halte es jetzt nicht für absolut unmöglich. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Es ist einfach nur gerade die Yoshi-Steuerung, auf die ich kurz klarkommen muss. Und ansonsten, ja, also das Zeitlimit halt noch, ne? Das Zeitlimit ist halt noch ein Thema. Aber ansonsten glaube ich auf jeden Fall einigermaßen machbar. Genau. Also das ist jetzt meine Einschätzung dazu. So, jetzt sind wir noch ein Stückchen weitergekommen. So, hier können wir jetzt einfach durchlaufen, oder wie? Aha, ja, und hier, glaube ich, ist dann hinten auch Ende im Gelände. Wir müssen nur ein bisschen mehr Zeit rausholen, dann funktioniert das. Oh, das könnte klappen. Oh, das könnte klappen. Oh, yes. Let's go. Komm schon, Yoshi. Ah, sehr schön. Okay, hier so drüber. Oh, warte. Nein, Yoshi, du Sackgesicht. Okay, ich spür's, Leute, jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Jawohl. Okay, Yoshi, bitte. Jetzt mach keine Scheiße. Yoshi, du bist so ein Sack! Lol! Oh, lol! Yoshi ist einfach über die Ecke drüber gespeedet! Jawohl! Einen Stern noch! Und der letzte Komet, auf den wir schon die ganze Zeit warten... In der Hochklappgalaxie, bitte mach's nicht allzu schwer. Schleudere dich zu den lila Münzen. Ich wusste es. Ich wusste es. Es werden lila Münzen. Leg mich am Arsch. Oh nö. Ich erspare euch den ganzen Spaß hier mal. Es ist der komplett gleiche Weg wie davor. Es ist nirgendwo eine lila Münze versteckt. Es sind einfach nur die lila Münzen auf den Plattformen oben drauf. Also es gibt hier absolut nichts Neues zu sehen. Deshalb erspare ich euch das Ganze mal. Erste Zwischenplattform. Boots. Okay, die zweite Zwischenplattform, wo eigentlich mal der Checkpoint war. Okay, die nächste Plattform. Ich würde sagen, nochmal ein Safe State. Okay, ist das die letzte Zwischenplattform? Lass uns mal kurz schauen. Yes. Und da ist die letzte Münze. Und das ist der 120. Stern. So, ich schiebe mich mal wieder hier hin. Let's go. Es war eine lange Reise. Wir haben 120 Sterne. Und wir schalten die letzte Galaxie noch kurz in diesem Part frei. Damit wir schauen, was uns nächstes Mal erwartet. Und zwar ist das beim nächsten Mal die Großmeistergalaxie, einmal der normale Stern und dann auch noch der Komet dazu. Ich bin sehr, sehr gespannt, was uns da erwarten wird, Freunde. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim letzten Part von Kaizo Mario Galaxy 2. Ganz vorbei ist es dann ja noch nicht. Dann kommen noch die Regenbogensterne, also die Kaizo Grünsterne sozusagen. Aber ja, der normale Kaizo Mario Galaxy 2 Hack ist dann erstmal abgeschlossen nach einem halben Jahr. Holy shit. Natürlich noch ein Danke an meine MVP-Kanalmitglieder Missy, Homie, Pelenius und Mike Blistendo. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, gerne ein Like und ein Abo da oben da lassen. Und hier unten kommt ihr zur letzten Folge von Kaizo Mario Galaxy 2. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und ciao.